Das sind alles so Sachen, die man für die Quest macht und dann bekommt man sehr viel Stuff. Ich habe ja ich habe von Level 20, nee, von 30 auf 40 kaum die Hauptquest gemacht, weil ich die nicht gesehen habe. Mhm, mit dem Buch hast du recht, ja. Wie ist denn das hier bei dem? Wenn du das hier, sag ich mal so, tauscht oder einsetzt, bekommst du dann Vitalität plus 1 für immer plus die Rune, das Runenpulver, ne? Nicht nur Runenpulver. Und es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was soll ich denn nehmen hier? Aber das tue ich doch nicht hier rein, oder? Verwendung im Sammeln. Ist das nur für das Sammelbuch? Ja, ich gebe mal ab, klar. Aber ich hatte einen Fehler gemacht, dass ich bei den Fertigkeitsattributen das freigeschaltet habe, was ich gar nicht wollte. Ja gut, dann wenn es eh nur dafür ist, kann ich es abgeben. Okay. Was ist denn das dann nochmal? Transzendenter Runenaufwärtsstein des Orkans. Ein besonderer Aufwärtsstein, der die Kraft eines... Ist es das, was ich aufwerte, diesen Orkanstein, dass ich da nicht vom Orkan... Du hast ja vorhin gesagt, dass man dann Stufe 6 braucht später, um dass man überhaupt da rein kann. Okay, jetzt haben wir schon mal ein paar Items. Das hier ist anscheinend fortgeschrittener Transzendentstein. Es sind aber so viele Items. Boah, ich gehe kaputt. Es sind so viele Items. Du hast den, du hast das, du hast noch vor jedem einen hast du noch 4, 5 verschiedene Stufen. Hey, das ist schon übertrieben. So oft, danke dir. Also, jetzt habe ich den Stein, dann habe ich den Stein. Schau genau, das ist nur eine andere Farbe. Fortgeschrittener Transzendentstein, okay. Was macht man damit? Dann kann ich in die höheren Levels, du benötigst das Objekt, um ein fortgeschrittenes Transzendenzverlies zu betreten. Okay, dann brauche ich das für das normale Verlies und den brauche ich für das fortgeschrittene Verlies. Okay. Was ist denn das Kaperschiffskarte? Für diese Fahrkarte, wenn du aus deinem Zug auf ein Luftschiff Dock triffst. Noch nie gemacht. Ich kann ja mal kurz ins Haus gehen und schauen, ob ich da irgendwas decken kann. Aber nee, wartet erstmal hier die Quest abgeben. Es ist ja die richtige. Was soll ich machen? Was will er von mir? Du musst den richtigen Magiestein für den Grad der Ausrüstung verwenden, die du verzaubern möchtest. Du kannst keine Quest fortsetzen, während du ein Schmuckstück verzauberst. Verzaubern. Du kannst den Ausrüstungsteil verzaubern, indem du etwas Stärkes verwandeln. Was? Was soll ich machen? Was soll ich verzaubern? Du musst den richtigen Schmuckstück verzaubern. Was ist denn ein Schmuckstück? Ist das das hier? Nee. Gehe zu einem Verzauberer an einem Stützpunkt an vor, um ein von dir ausgerüstetes Ausrüstungsteil zu verzaubern. Achso, irgendwas. Achso, verzaubern geht auch noch. Wenn du alle Wachstum-Quests machst, hast du eigentlich voll lila Gear. Oh, das ist geil. Danke dir, Shetan. Was geht? Oh, wir stehen einen Follow vor 9600, sehe ich gerade. Krass. Ich hatte ja vor vielen, vielen Tagen mit dem Stream angefangen und in den ersten Tagen hatte ich, glaube ich, 100 Minus-Follows. Ey. Jetzt geht's zum Glück wieder ein bisschen bergauf, seit 2, 3 Tagen.
Einfach alles falsch gemacht im Leben. Einfach Minus gemacht. Die ersten 20 Tage. Alexa? Wie viel Grad hat es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 0 Grad Celsius. Da hast du recht, Piet. Heute wird eine Höchsttemperatur von 11 Grad erwartet. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke ich dir auch, Alexa. Kuss, Kuss. Da hast du recht. Ich finde es gut. Kann man aufmachen, schön lüften, kühl und passt. So, aus Thüringen, ja, schau mal, wir haben die gleiche Temperatur. Geil, oder? Das ist so, wie wenn man nach draußen schaut und den gleichen Mond sieht. Gleiche Temperatur, gleicher Mond. Romantik pur. Easy. So. Und nun brauche ich das Ding, oder was? Jetzt muss ich glaube ich 10 Magiesteinpulver zusammenfügen, um das zu kriegen oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Warte mal. Schade, dass man nicht suchen kann. Habe ich so ein Ding vielleicht schon? Warum lässt. Ach so, ich muss halt irgendeins, ne? Ich schätze mal, dass ich bei einem nicht-epischen nicht episch brauche. Schätze ich mal. So wenn das jetzt hier ist, ist ja nur für die Quest gedacht. Okay, einfach go, scheißegal. Hauptsache Quest hier. Das habe ich noch nicht so genau verstanden hier. Das ist irgendwie wie Diablo mit diesem Behalten, Ändern. Fügt einem Objekt einen zufälligen Wert hinzu. Verzauberungssteine werden plus 6 Verbesserungen angewandt und Spezialeffekte plus 18. Also das ist einfach das, was ich eben gemacht habe. Und jetzt mache ich behalten, ne? Aber was habe ich denn bekommen? 10 Vitalität. Verzauberung ist bei Verbesserung plus 6 aktiv Zusatzschaden. Tiere 5%. Behalten. Ne, ich glaube nicht, dass ich da lila Handschuhe bekomme bei dem. Ach, habe ich bekommen? Ach so, das meinst du? Ich dachte, was ist denn los mit dir? Ach so, behalten ist das jetzige und dann ändert es das neue. Ach, dann leck mich doch am Arsch. Also, das ist doch, ich schmeiß das Ding weg. Ich meine sowas von weg. So, dann müssen wir wieder umstrukturieren hier. Ja, wollte ich gerade sagen, ich schmeiß den Scheiß eh weg. Ich schmeiß den Scheiß eh weg. Ganz egal dann. Ja, wollte ich schon mal machen, hat nicht funktioniert, weil ich glaube, ich habe wieder behalten anstatt ändern. Du tust ein Item, was du ändern willst, tust du rein, dann tust du ein anderes Item rein, das die Farbe hat, und dann geht es, dann wählst du dir anscheinend irgendwie das hier so aus, mit Prozenten hin und her, und dann saugt es das Item auf und du hast dann den Slot, aber ich habe es noch nicht geschafft, weil ich habe irgendwie kein Item so wirklich gehabt. Ich wollte alles auf dieses Gelbe machen. Aber ich habe kein Item bekommen, was gelb hatte, und irgendwie war das seltsam. Alles ganz wild, sage ich dir. Ich muss dann schauen, wenn ich das epische Gear habe, dass ich das dann mache. Oder ich würde ja schon beim epischen Gear alles komplett auf gelb machen. Denn ich ändere die Sachen ja eh nicht mehr so schnell, schätze ich mal. So, versuchen bei den Handschuhen und bei den Füßen und bei der Waffe vielleicht, keine Ahnung, und bei dem Helm, komplett auf das Gelbe zu gehen. Aber ich habe nur noch 66.000 Gold. Ich hatte vorhin 400.000, als ich angefangen habe zu spielen. Was ist denn das hier schon wieder, dieses Grinser-Dings da? Transzendenz. Heilbündnis, verstärkter Blitz,
Blitzschlag. Ach so, es geht immer nur der erste Slot. Ich kann jetzt nicht alle drei Geld machen hier. Also Slot 1 mit Slot 1 ist, wenn zum Beispiel zwei Slot ändern wollt, muss das zweite Item auf plus 4 sein. Und zweimal Geld bereits haben. Boah, okay, das, okay. Das ist ja dann krass, das hat's ja sowieso nie. Ich hätte mal eine Frage, wie bekomme ich die überprüfe die Quest von Ombatu? Nicht, ist sie nicht irgendwie beim Questboard oder so? So bei so einem Questgeber, irgendwo in den Städten? Aber... kann ich jetzt, ich kann das nicht genau sagen, wo ich die Quest habe. Gelb? Das ist hier mit Gelb gemeint. Schicksal. Ich versuche das auf 33 zu bringen. Er fragt hier wie. Da steht doch bestimmt so ein Questgeber, oder? Und tut die Quest dann da... Die Quest gibt? Ich weiß ja nicht. Ich hätte bis jetzt keine Probleme so mit dem Questing. Die einzige Quest, die ich jetzt abgebrochen habe, war da, wo ich die ganzen Atem brauchte. Habe ich genervt. Du brauchst praktisch immer irgendein Item, was deine Farbe hat, mit vielen Slots wie möglich. Wenn mein Item, wenn ich den ersten Slot von meinem Item tauschen möchte und das andere Item hat zwei Slots und der zweite ist gelb, kann ich auch den von meinem ersten von denen das zweite nehmen oder muss ich 1-1 machen? Also was die Anzahl der Slots geht, also ne? Kann ich nur 1-1 tauschen oder kann ich auch 1-2 tauschen? Danke dir, Machine Gun Sunny. Die Slots kommen nur das Plusen der Items. Nee, also wenn ich jetzt die Sachen tausche. Warte mal, ich glaube, ich habe die Frage komisch formuliert. Muss mal MS Paint öffnen hier. So. Also es weiß. Egal. Also. Scheiße, wo ist meine Maus? Hier. So, ich habe Item Nummer 1. Ne? Ich habe hier einen Sockel und ich habe da einen Sockel. Hier ist Item Nummer 2. Das hat hier einen Sockel. Und da einen Sockel. So, jetzt ist meine Frage. Ich kann ja, hast du gesagt, nur das hier ändern erstmal. Außer ich habe 4 und irgendwas anderes. Ich möchte, hier, das ist gelb. Ich möchte das hier hinbekommen. Geht das überhaupt? Also, den ersten Sockel, also den ersten verändern und den zweiten nehmen. Oder muss ich unbedingt 1 haben? Also geht nur 1-1 oder kann ich auch den zweiten zum ersten hin tun? Nie probiert, okay. Na gut. Dann einfach an Grenzen gestoßen hier. Einfach an Grenzen gestoßen.
Das denke ich auch, immer auf der Gegenüber. Und deswegen 1-1, 2-2 oder so. So, wo verbessern wir jetzt die Rüstung? Shift Ausweich wird zu einer Angriffskraft, die bis zu 5 mal bis zu 5 auf dem Ausweichpfad befindlichen Gegner schlägt. Schaden verteilt sich nicht, selbst wenn mehrere. Moin Jim, was geht? Erhöht den Schaden 3 Sekunden lang um 10%, wenn eine Nicht-Zielfertigkeit 7 mal Gegner Schaden zufügt. Eine Nicht-Zielfertigkeit, also. Ich hab immer, ich ziel doch immer. Achso, wenn es einfach ein AOE random ist. Also nicht mit deinem Projektil halt. Bei jedem Treffer schlagen Blitze ein, die dem Ziel 80 Kraft als Elektroschaden zufügen. Ja, nehme ich das. Das klingt vernünftig. Mit dem Ausweichen, mit dem Schlagen, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen Kraft dazu. Achso, speichern, ja. So, ich möchte jetzt... Aua, dann gute Besserung. Ist ja kacke. Habe ich hier keine Rüstungsaufwertung? Doch, hier, da. Ach, ist sogar... Ich muss... Hey, die schicken dich sogar dahin, dass du es machen musst? Ganz wild. Oh, 75%. Soll ich tryen? 75? Oder soll ich auf die Uhr warten? 75 ist halt schon... Dann auf jeden Fall hier Rücken aufs eingeklemmt. Ekelhafte Schmerzen. Tut mir leid, das zu lesen. Ich hoffe, dir geht's schnell wieder besser. Ja, du hast Glück im Leben, im Spiel, in der Liebe, im Casino, überall und ich sitze hier und hab Pech. Was? Also du kannst das doch nicht vergleichen hier. Also, das ist doch, also das klingt schon nach irgendwie irgendwelche komischen Hacks angeben, alles plus 10. Komm, 75% gönnen wir uns mal. Beten, ist ja halbes. Yes! Ich wollte schon sagen, richtiges Glücksspiel hier. Halbes Glücksspiel. Aber weiter mache ich nicht. Ich habe vorhin mit Wookie hatte mir gesagt, ich soll auf jeden Fall schauen, dass ich das komplett hochkriege hier. Und soll ich dann die Uhr nutzen? Also ich habe den Kopf. Habe ich aufgehört aufzubessern. Die Schuhe habe ich aufgehört. Und die Handschuhe müsste ich jetzt aufhören, bis ich die Dinge habe. Dass ich es ja alles aufwerten kann. Hier habe ich einfach YOLO gemacht und habe es einmal versaut. Minus 1. Das stimmt. Das hoffe ich auch. Leider ist meine Familie, also meine Mutter... sich auch öfters im Nacken. Ja, Nacken ist so einfach verrenkt. Da schaust du nur mal kurz irgendwie doof links oder rechts oder irgendwie. Das ist einfach ekelhaft. Jo. Weiß ich nicht, ob ich das machen soll oder so sagen wie er. Weil mit der Uhr ist schon sehr, sehr heftig. Brauche ich schon sehr lang für die Uhr. Also perfekten Aufwertungen auf oder einfach YOLO. Ich weiß gar nicht, ob es hier blind ist. Ich habe noch nie irgendwas gemacht hier. Ich fand's am Anfang sehr cool, dass ich irgendwas bekomme bei jeder kleinen Erfolgstour, die ich mache hier, aber langsam reicht's aber auch mit der Tasche hier. Ah, das soll mich nicht stören. Wollte nur wissen, ob ich von der Rüstung die Haltbarkeit reparieren kann. Ist das möglich? Ich finde leider nichts. Ja,
Eigentlich schon. Kannst du mal reparieren. Dann musst du zum Ausrüstungshändler oder so oder sowas. Ausrüstungshändler. Und dann gehst du hier auf reparieren. Da. Das war's. Und ich bin dazu da, gestört zu werden. Das ist alles gut hier. Ich bin eh schon gestört, Roman. Sonst wäre ich nicht live hier. Kannst du jederzeit stören oder irgendwas fragen. Wenn ich es weiß, sage ich es dir direkt. Wenn ich es nicht weiß, erfinde ich einfach einen Scheiß. Aber hier. Ich hoffe, das ist das, was du gemeint hast. Das geht mir ähnlich, du wirst auch nach mehreren Stunden Spiel noch verzweifelter sein, weil du 3 Milliarden Items in der Tasche hast und nicht weißt, was mit jedem, was du mit den einzelnen Items machen sollst. Ganz wild, sage ich dir. Ganz wild. Also freu dich auf weitere Verzweiflung pur. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich schau mal, ob ich irgendwas stacken kann zu Hause im Haus. So, dann laden wir mal hier. Jo, danke dir. Für dein Follow, dankeschön. Wunderbar. So, dann vielleicht können wir irgendwas decken hier. Ein Stück noch. Das hier? Yes. Ein Stück noch. Hier habe ich eine Uhr. Ich werde den Spell erst freischalten, wenn ich dann genug Punkte habe, um ihn zu nutzen. Ist echt komplex. Und was ich kacke finde, ist, wenn man Rüstungsteile mit Edelstein schrotten will, dass die Edelsteine nicht automatisch rausgehen. Muss die dann immer manuell essen. Ja, das weiß ich ja, genau. Aber das ist ja richtig so. Du musst das herausnehmen und dann kannst du es kaputt machen. Denn der Edelstein ist ein super starker, einzigartig geiler Stein, der unzerstörbar ist und deswegen würdest du dann nicht die Rüstung zerstören können. Einfach aufmachen, rausreißen und danach wieder reinschlagen in einen anderen Sockel, anderen, ja, Rüstungsteil. Das musst du verstehen. Raustun und dann woanders reintun. Stell mal vor, ja, okay, Diablo würde es rausgehen, klar, aber stell mal vor, es würde einfach kaputt gehen, um dich zu fragen. Hast du dieselbe? Da muss ich mal gucken. Da muss ich gucken, ob du recht hast. Stimmt das? Lichtspeed und hier gehen dann 15. Ist schon eine tolle. Nur ist meine erste Tastatur, die irgendwelche Side-Buttons hier hat. Oder keine Ahnung, wie die nennen, die G-Buttons, also G-Punkt-Buttons, Gags-Buttons, Gags 1 bis 5. Und ich habe immer mich orientiert an der Steuerung-Taste oder am Ende der Tastatur, um blind zu schreiben. Klar, natürlich mit F und J, aber auch so ein bisschen wegen Shortcuts und allem in WoW oder so oder in Spielen. Und jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil neben der Steuerung-Taste ist noch was. Ist total verwirrend. Siehste, ist nicht die gleiche. Vielleicht ist ja die G815 mit Kabel. Ich habe die kabellose. Weißt du nicht genau, wie die Bezeichnungen so sind. So, ich muss mal kurz hier. Wo ist denn das andere Ding überhaupt hier zum. Hat es geladen? Kurz, ich hab hier. Er macht nichts. Warte ich, bis der Akku leer geht. Ich hab In-Ear an und dann hat gerade mein In-Ear mit mir gesprochen. Low battery, please charge. Und ich suche das Case, wo ich das hineintun kann. Normalerweise immer hier, aber ich habe vorhin ein bisschen rumgeräumt. Moment. Also perfekt rumgeräumt und einfach gar nichts aufgeräumt. Das war doch hier neben mir eigentlich. Hä?
Ach hier, ich hab's. Moment. Mal kurz die jetzigen reintun zum Ladevorgang. Den Ladevorgang starten. Und dann natürlich die anderen rausnehmen. Damit ich wieder was höre. Ja, ich schätze dann, vielleicht ist die mit Kabel halt die 815 einfach. Du brauchst einen Clan. Immer, für alles, egal was du machst. Sonst bist du verloren im Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du einen Clan brauchst, also im Endeffekt wie in anderen Spielen halt, ne? Wie du Bock hast. Wenn du Bock auf Clan hast, dann schließt du dich halt in deinen Clan, in der Gilde halt an. Hier ist heißt es der Clan, ansonsten machst du halt Solo. Man kann sehr, sehr viele Solo-Sachen machen. Du, ich bin jetzt auch kein RGB-Fan, aber es ist ja für euch. Ich sehe das ja nicht. Ist ja für euch hier. Ich brauche das auch nicht. Aber schau. Für den Stream. Ich schau doch da eh nicht hin. Ein bisschen Action, ein bisschen Bewegung in der Kamera, ein bisschen Licht hier. Weißt du? Es ist hier for the Horde. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man für irgendwelche speziellen Sachen einen Clan braucht, aber es gibt viele Solo-Aktivitäten, es gibt auch viele Gruppenaktivitäten und ich glaube, im Clan tut sich da leichter, aber es ist jedem doch dem selbst überlassen, wie immer man Bock hat. Schätze ich mal. Vielleicht kannst du irgendwelche Sachen machen oder nicht machen. Bin ich mir nicht sicher. Genau, und falls du doch auf Andromeda bist und bei Ontari, for the Horde, Clanaufnahme. GexTV, Enter, einschreiben. Easy. Rein da. Und dann kannst du deine Solo-Aktivitäten weitermachen. Wir machen auch momentan alles nur Solo, um das Spiel kennenzulernen. Denn wenn du da mit so viel unterwegs bist und alle drücken ihre Fähigkeiten, dann hast du gar keine Ahnung mehr, was passiert. In Farbe und bunt finde ich gut, Nadel. Ja, stimmt, darum muss ich mich auch nochmal kümmern um diese Teile. Ich habe ja diese Dinger da. Kann auch irgendwie nur. Können nur bestimmte Leute verbrauchen hier. Wieso habe ich denn 8% noch hier? Kurz vor 30, ja, dann let's go, dann schaffst du noch 30. Das schaffst du. Jetzt oder nie. Action Jackson hier. Was wollte ich machen? Stack Arena wollte ich machen hier. So. Das geht. Das geht. Ja, das kannst du machen, Pete. Dann werde ich erstmal die Bewerbung genau anschauen. Und schauen, ob du dafür überhaupt hier, ne? Ob du überhaupt hierher passt zu uns. Da bin ich mir nicht sicher. Du verbreitest bestimmt nur Chaos. Aber nur Chaos. Ich bin Glaube-Bündnis. Was? Was ist denn? Blau meinst du, oder wie? Immer die Roten nehmen. Ontari, Andromeda. Beste Server, beste Fraktion. Weil wir da sind, oder ich da bin. Ganz einfach. Ich weiß nicht mal, wie deine Gilde heißt. Ich auch nicht. Aber wir suchen sie mal. Schau mal. Escape. Clanaufnahme. Da. GAXTV, Enter und da ist sie. Auf Andromeda. Mhm. Auf dem ersten Server, als ich den Charakter erstellt habe, gab es nur den Server, also musste ich den hier nehmen. So wie es hier auch im Logo da steht, haben wir extra so ein Logo, hat der Keks extra so ein Logo gebastelt da im Stream. Andromeda. Mhm. Coole Serie damals gewesen, hat Spaß gemacht. So. Hey, ich konnte ja eine Menge erstecken hier. Was kann ich noch erstecken hier? Die Grünen. Achso, warte, ich kann sowieso nicht storen jetzt. Ich drücke noch alles drauf. Außer ich muss irgendwelche. Nicht. Nicht auf alles drücken. Dass ich irgendwas nehme, was ich nicht will. Unable to store anymore.
cannot store this item in the storage. Danke dir, Jagasch, was geht, moin. So. Okay, da muss ich erstmal schauen, welche ich dann noch als nächstes freischalten muss. Verkürzt den Zeitschadenseffekt von Fett um eine Sekunde. Verkürzt die Fertigkeitsabklingzeit von um 100%. Ach so. Ich speichere die Kisten im Lager. Denn wenn ich ein Rüstungsteil oder eine Waffe aufwerten muss, weiß ich ja nicht genau, was ich brauche. Wenn mir dann Waffenteile fehlen, nämlich Waffenteile, wenn mir Rüstungsteile fehlen, nämlich Rüstungsteile. Ich suche es halt dann erst aus, wenn ich es brauche, wenn es mir fehlt. Deswegen. Ich bin mir nicht genau sicher, was ich und wie oft ich brauche. Und dann mache ich halt die Kisten je nachdem auf. Wenn mir eins fehlt, dann nehme ich das halt raus und fertig. Sabine, danke dir. Falscher Server, es gibt nur einen Server. Also Mensch, Kampfkeks, hast du dich einfach falsch entschieden. Einfach kompletten Fehler gemacht im Leben. Gequestet. Einfach gequestet habe ich. Alex, was willst du? Was willst du von mir? Ja, es gibt jetzt zwei Server, ich weiß. So, was will er von mir? Was soll ich machen? Dahin. Nee, was will er von mir? So. Achso, die Verwendung. Ah ja, okay. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Kann ich das jetzt kaufen oder was? Oh, kann ich ja nicht kaufen. Passt. So, also. Dann machen wir weiter. Wir haben ein bisschen Platz hier. Also das ist halt meine Logik wegen diesen Kisten hier. Hier, Stormac, also. Ob das aufgeht, weiß ich nicht, aber die Kisten stapeln ja auch. Erstmal 2 Stunden laden, kann nur einen Schluck trinken, hier muss ich gleich wieder aufs Klo. So, weißt du jetzt, was zu tun ist? Nö. Objekt existiert nicht mehr. Stimmt, ich hab's weggelassen, ja. Ist es halt einfach ein Taschenplatz. Was ist denn das hier, dieses Teil, da? Diese Trophäe stammt von Nichtmenschen, die beim Dimensionsportal von Odins Himmelsinsel besiegt wurden. Natürlich habe ich hier noch mehr Sachen jetzt. Was ist das hier? Küken. Durch dieses Objekt wird ein Begleiter registriert. Wenn ich Begleiter bestimmte Level erreichen, erlernen sie neue Fähigkeiten und erzielen damit abenteuernützliche Effekte. Wir haben auch Discord, klar. Na klar. Wir haben auch in unserem Discord eine Kategorie für Alien eingerichtet. Für Alien. Das ist hier sogar. Da. 6. auf. Kommt man direkt an den Alien-Channel. Gibt zwar mehrere Channels, aber kommt man direkt da rein. Ich habe noch keinen Befehl, weil ich den erst neu gemacht habe da. Also Discord gibt's ja schon ewig, aber den Befehl halt. Ich habe wieder was bekommen hier. Mal kurz abholen den Drop. Inventar F5. Ist es dieses Chicken Pad, von dem alle sprechen, das ich nicht bekomme oder ich bekommen habe, oder ist es, was ist das? Doch, müsste sein. Chicken Küken, ja, muss ja sein. Dort muss ja das sein. Wo ist jetzt dieses komische Inventar da? Hier Kakaopulver Games. Oh lol, hab grad die Mission Saat des Konflikts und hab versehentlich Salat des Konflikts gelesen. Lecker hier. Lecker hier. Ich sollte normalerweise den roten. Ich hab gerade eben eine Nachricht bekommen vor einer Stunde. Du kannst jetzt Red Wingsuit holen.
Wo ist denn das Ding? Ach hier, da. Jetzt. Jetzt hab ich's. Den habe ich auch noch nicht. Irgendwie. Ich habe ihn jetzt geholt, aber im Web-Inventory. Ach, jetzt ist er da. Moment. EU. Zuschicken. Next. Send. Sie haben Post. Jawohl. Genau, das mit diesem Pad war ein Bug, ist ein Bug, ja. So, was haben wir denn hier? Pieps. Was habe ich bis jetzt? Ich habe Venti, ich habe Kyriana, ich habe Necrolord. Irgendwas fehlt mir. Wo ist das mit L oder was? Kyriana. Achso, Venti muss ich opfern hier. Nightfee können wir nehmen. Können wir Nightfee nehmen. Wo war das hier? Da. Das hier. Nightfee. Schreibt man das so? Wenn nicht, ist auch egal. Ach du Scheiße, was ist das jetzt schon wieder? Das kann ich mir bei deinem Namen gar nicht vorstellen. Das ist unlogisch. Bitte lass diese komischen Äußerungen da, Kappa. Hier. Wie viele Kekse isst du denn, wenn du Kekse so liebst? Was macht die jetzt? Erhöht den EP-Gewinn um 2%, genau wie die macht jetzt 4, weil ich es ja fusioniert habe. Kann ich das Küken mit der Katze fusionieren? Ist das nicht irgendwie pervers, aber geht das? Dings da. Plätzchen-Gang. Da muss ich sagen, Kekse beste. Kekse doch im Vergleich zu Plätzchen mehr beste. Weniger als ich Kaffee oder Energy verdrücke. Da bist du aber schon am Reinhasseln hier mit Energy und Kaffee. Okay, okay. Das mit dem Fusionieren habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, man braucht anscheinend zwei von den gleichen. Weil ich kann jetzt nicht Katze mit Küken, oder? Das ist doch unlogisch. Oder ist das doch so perverses Spiel hier? 7 Kaffee, was ist mit dir? Einfach 3 Kaffee kann sich gönnen. Man kennt's, wer macht das nicht? Genau, Dark Side, Force of Lord. Da gibt's Cookies, da gibt's Pizza, da gibt's Schnitzel, da gibt's Spaghetti, da gibt's Döner, Burger. The Dark Side. Müssen dieselbe Stufe haben, aber das Pad selbst ist egal. Na klar, her damit hier. Action, klar. Aber eigentlich aktuell nicht, weil ich wollte gerade nicht mehr so viel Koffein zu mir nehmen. Denn es ist eigentlich bei mir spät abends in der Nacht. Wisst ihr, was ich meine? Dankeschön. Nimm ich trotzdem einfach schlürfen. Dankeschön. Dann nehme ich einfach hier. Ich kann auch die große Cam machen und dann einen Kaffee entgegennehmen, aber die will gerade nicht, oder doch? Will sie doch? Doch, hier. Meine Essens-Unboxing Porno verwehrt. Nackt-Cam, was? Wieso spät in der Nacht? Ich bin schon etwas länger am Start. Gestern haben wir bis 13, 14 Uhr gemacht. Und, ey, danke dir, Nordgard. Haben wir bis 13, 14 Uhr gemacht. Dann bin ich um 18 Uhr wieder erwacht. Dann haben wir geradet bis 11 Uhr. Und dann habe ich ein bisschen hier aufgeräumt oder ein bisschen mich um den Haushalt gekümmert. Und dann, ja, haben wir hier wieder angefangen mit Elion. Ich bin schon etwas länger am Streamen, so ein, zwei Minuten. Und ja. Bin halt gesundheitlich etwas angeschlagen und kann immer nur so ein paar Sachen am Tag machen. Einen Tag so mal duschen, anderen Tag dann rasieren, dann am nächsten Tag bisschen was in der Küche und so weiter.
Was ich bei der Pet-Fusion nicht wollte, ich wollte die beiden nicht fusionieren lassen, denn sonst hätte ich diese EP verloren. Die sollten nämlich die gleiche Fähigkeit haben und damit sie stacken, oder? Ah ja, da hast du die Liste, okay. Lexner, was? Und ich habe seit vorgestern Mittag... Ja, wer macht denn sowas? Also das geht halt gar nicht. Also ich sollte es jetzt in nächster Zeit nicht mehr so übertreiben wie die letzten zwei Tage. Denn ich bin... Also mein Körper rächt sich dann auf jeden Fall früher oder später. Safe. Der drückt mir eh 24/7 Schmerzen rein. Mit Krämpfen und einem anderen Stuff noch. Deswegen ist auch der Titel so, falls sich jemand fragt, warum. Schwere chronische Entzündung, mehrere Jahre und komme nicht wirklich zur Ruhe, weil einfach immer Krämpfe und Schmerzen und Stechen, 24/7. Deswegen auch manchmal oft ein starker und hoher Puls. So, Main, Secondary Chance Increase. Ich tue keine Medikamente in die Kamera halten. Nope. Dies tue ich nicht, mein junger Padawan. Aber danke für den Vorschlag. Also, was sehen wir hier? T1, T1, 100%. T2, T1, 50. T2, T2, okay. T3, T1, 25. Okay. Klingt gut. Also, 100%, 50, ein Viertel, ein Achtel. Und unter anderem, und würde ich nicht machen, also, das ist meine Sache. Meine Medikamente. Es rächt sich jeden Tag, ob ich schlafe oder nicht. Ja, kenne ich. Das habe ich mitbekommen, das ist ganz krass. Das war schon heftig hier. Aber gut. Ich finde, mit sowas macht man keine Witze. Und man sollte da schon sowas nicht ausnutzen, sonst glaubt man anderen Leuten nicht. Weißt du? Also das finde ich schon geschmacklos. T1, T2, was heißt denn eigentlich T? Tier 1 ist, oder ist das Level oder so? Ich habe es in der Lunge, mein Lungenvolumen ist nicht so ausgeprägt, wie es normal sein sollte. Oh, da bist du ziemlich schnell außer Atem, das ist kacke. Das tut mir leid zu lesen. Ich kann jetzt seit 4 Jahren nicht mehr wirklich ohne Schmerzen leben. Und ich kann auch nicht gehen ohne wirkliche Hilfsmittel oder abstützen oder so. Und kämpfe 24/7 damit und bin oft am Verzweifeln und ich komme nicht immer so gut zurecht damit wie jetzt aktuell. Mal mehr, mal weniger. Ach so, Seltenheit einfach. Okay, Tier, okay, alles klar. Und das ist alles Tier, also ist Tier 1 besser? Nein, Tier. Doch, Tier 1 muss ja was. Das ist dann Tier 5 oder was? Oder wo steht das? Das muss doch Tier 5 sein. Und du musst dir vorstellen, dass du diese Krämpfe immer hast hier. Fast immer. Maschinen, ganz sunny. Mehrere Jahre. Immer. 24/7. Mal stärker, mal schwächer. Egal was du machst, was du tust, es brennt, es sticht, es verkrampft. Immer. So geht's mir. Hört sich nicht immer so an. Ich versuch's auch nicht so zu zeigen, aber es ist so. Es ist so. Achso, dann ist es T2, okay. Okay, jetzt müsste ich T2 mit T1 fusionieren. Das war 50%. Das habe ich eben, die Liste habe ich bekommen. Genau. Gleichwertig 100%, eine Stufe tiefer, 50%, zwei Stufen tiefer und so weiter. Immer halbiert sich die Chance, so wie ich es gelesen habe da. Okay. Ja, es gibt komische Sachen, Dinge, Lexner, ne? Wir haben irgendwie alle unser Päckchen zu tragen. Soll ich jetzt... Hier, wenn ich jetzt T2... Wenn ich jetzt die beiden fusioniere, dann habe ich diese EP-Gewinnung nicht mehr. So, habe ich es verstanden. Also wenn ich jetzt auf Fusionieren gehe... Ich hau jetzt mal... So, ich kann nur den, oder was? Was kommt denn am Schluss raus? Dann habe ich hier Haltbarkeitsrüstung, aber ich habe mein EP nicht mehr.
Siehst du? Seht ihr? Und ich will das nicht. Läuft bei dir Kampfkeks, sagst du? Ja, das ist ja schon kräftig, was du da alles siehst dann. Ich lasse das mal, aber so gefällt mir das nicht. Gut, ich wollte ja weitermachen. Was müssen wir machen? Ich muss irgendwelche Monster töten. Achso, hab ich schon. Weil ich muss die Wachstumsunterstützung Ausrüstungsquest weitermachen. Und Nordgard, du hast jetzt einfach nur bei diesem Rüstungsding auf Upgrade geklickt. Scheißegal. Hast du denn immer das Glück gehabt hier mit dass alles hochgeht, oder war das nur random? Also wirklich einmalig oder so. Also ist das sowieso random oder einmalig, ich weiß schon, was ich meine. Wie einfach diese, ne, im Vergleich zu da in der Instanz gerade. Zu die da in der Instanz. Ah ja, bestes Deutschgangs, man kennt. Bin aber gefühlt seit über 20 Tagen permanent am Reden. Keine Ahnung. Fühle ich halt so, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Genau, Sprachlern Bubble. Mach dir mal Ausrufezeichen Uptime, dann wisst ihr vielleicht, why. Ich auch ein bisschen verwirrt manchmal bin. Aber das bin ich auch so. Hab 4 Items auf plus 10 gedrückt. Mit der Waffe vielleicht nur plus 3. Ich wollte gerade sagen, sonst hättest du ja einen Creator-Account. Und noch die Waffe ist. Ich hatte bis jetzt auch immer so gedrückt, einfach YOLO, und dann, wenn ich ja Pech gehabt habe, war ich ja Pech. Aber hier vorhin meinte Wookie, dass ich das nicht machen soll. Dass ich halt auf die Ding warten soll, auf die Uhren, dass es auf jeden Fall höher ist, das Gear. Deswegen hatte er mit Gefühl 10 Level unter mir schon bestes Gear. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Ja, lol. Ich brauche jetzt unbedingt mehr Attributpunkte. Denn, ja, ich will meinen Skill freischalten. Ich könnte den jetzt schon haben, aber ich kann nicht skillen, was ich skillen möchte. Wie? 30 Tage? Diese Sterlings bekommen? Was ist ja alles bekommen für Schweinereien hier? Sei ich gegönnt. Danke dir, Arakorn. Ich kenne nur Doppelkorn. Hauptsache benutzen, scheißegal, ist so wurscht wie es geht, oder? Benutzen, beste hier. Nutzen, sich gut fühlen. Wow. So, noch 30. Oder nee, doch. 32. Ja, ich habe heute erst mein Drop eingelöst oder abgeholt, dass ich plus 8 mehr habe im Slot. Ich will auch mal so einen Drop kriegen, dass ich noch ein bisschen mehr Slots habe. Aber 16 ist heftig. Du kannst, wenn das Item plus 10 ist, auf die nächste Stufe aufwerten mit auf Orange, meine ich, war das. Ui. Okay. Das ist ja wild. Und was empfehlen Sie mir dann zu machen? Auch so aufzuwerten? Oder
auf Fugi zu hören, der meint, dass ich halt warten soll, bis ich diese Items habe, dass ich perfekte Aufwertung habe. Wie nächster Kaffee, was ist mit dir? Hä? Nächster Kaffee? Krass. Hast du vorhin gesagt, du brauchst 6, um wach zu werden oder so, wie viel das war? Hast du gar keinen Cooldown auf Kaffee trinken, irgendwie? Zumindest ein bisschen Cooldown. Ja, also du bist hier, also. Imagine Champ, ach Gott, ist hier. Ich wusste, man trifft auf Twitch verrückte Leute, aber so, also, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Ja, das finde ich gut, ist auch bestimmt ultra gesund. Aber reden wir mal nicht von Gesundheit, ich bin da. Bin da auch nicht viel besser. Jawohl, die nächste Rolle für den Spell zum Freischalten. Nur bringt mir nichts, das freizuschalten, denn ich habe keine Attributpunkte. Wo hast du eigentlich so viel Wissen, Nordkant? Einfach am rumprobieren und am Interessierenden lesen oder einfach, ja, hat jemand das erzählt? Ich muss gar nicht mehr die Töten nehmen. Selbst ausprobieren, okay. Ja, ich... Will ich auch so viel gern ausprobieren, aber ich denke mir, ich mache es dann falsch und dann, wenn ich die 30 Tage was falsch mache, dann merke, dass alle anderen Item Level 4 Millionen haben. Ich habe immer noch 10, habe ich dann auch keinen Bock mehr. Das ist andere nicht näher hier? Auch so weit weg. Erstmal die Düsen. Sind denn die anderen Mounts schneller als das hier? Eigentlich kann ich Schiffen gewinnen, wenn er da fährt. Aber ich höre jetzt eben Headsetter. Oder? Manchmal bleibt er stehen hier. Steht drauf, genau. Das hat man mir erst gestern gesagt, da ich dieses Schwebebrett viel cooler fand. Das ist jetzt ein bisschen schneller, aber ich habe es nicht wegen der Geschwindigkeit genommen, denn das Schwebebrett gefällt mir immer noch besser, sondern weil dieser Schwebe-Hoverboard da braucht einen Taschenslot und dies da nicht. So. Erstmal pinken. Komm gleich. Oh.
Uni 100. You reached your destination. Hä? Was habe ich da gehört? Was passiert? Fuck. Danke dir. Danke dir. Mitten am Schiff ein Machine Gun, Sunny. Danke dir. Einfach 100 Bits gecheert. Danke für den Support. Dankeschön. Deswegen, ich wusste nicht, was das ist. Das ist halt dieses Uni 100. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Einfach Support ist da. Dankeschön. Ultra geil. War das laut oder was? Shadowcan, danke dir auch. Einfach reingechillt, ganz frech, wenn ich schiffen war. Sind wir gerade nicht vorbeigeschifft? Aber hey, du mit deinen 8 Kaffee in der Früh, dass man dich noch erschrecken kann, bist du nicht schon ganz verwirrt? Folge Kito auf seinem Heimweg und beschütze ihn. Ui, Escort-Quest? Oh Gott, da muss ich mich anders hinsetzen hier. Kampfkicker. Bin eine Frau und kein Junge. Huch, jetzt, das war jetzt eine Ansage hier. Bin ja gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ist er schon weg oder ich hab gar nicht... Was ist denn hier? Was ist das? Wie das Spiel beginnt. Was hat er denn? Wo geht's denn? Wo das Spiel beginnt? Hirte. Besiege Velokrali. Eine unerwartete Rivale. Muss ich was drücken oder so? Ich hab irgendwas gestartet hier. Aus Versehen. Muss ich jetzt da drauf drücken? Egal, ich folge ihm jetzt erstmal. Den muss ich ja beschützen hier. Leute, ich habe hier total viel gemacht. So, das ist, nennt sich Regionsabschließung Sumpf. Ne, das ist was anderes hier, oder? Mal schauen hier. Edgex-TV, was bringen weiße Runensteine? Die haben ja keine Fähigkeit, wie die anderen Runensteine. Das hat man mir, glaube ich, heute gesagt. Ich glaube, die bringen einfach nur einen Punkt, sind dann neutral, oder? Wenn man halt keinen anderen einsetzen kann. Also, dann hast du halt einfach einen Attributspunkt. Besser als wenn du gar keinen reintust, oder wie ist das? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt, ich habe zwar gefragt, aber die Antwort habe ich, glaube ich, nicht gehört. Oder gelesen. Aber ein paar wissen es bestimmt hier. Ich habe die immer kaputt gemacht. Ich habe die immer kaputt gemacht hier. Da ist sie. Verwende rätselhafte Bindeglied auf Spieler oder NPCs in der Nähe, um spezielles Monster zu beschwören. Arbeite mit anderen Spielern zusammen und das Monster innerhalb von 2 Minuten zu besiegen. Oh. Wie? Hä? Kein Ziel gewählt. Not a valid target.